Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer Herrenrunde Spezial. Heute dreht sich alles um den Great Reset, Fakten oder Verschwörungstheorie. Hallo Ramin, hallo Peter. Hi, hallo. Hallo zusammen, hallo. Ja, der Ramin hat eine Präsentation mitgebracht, anhand der wir jetzt mal einige bekannte, öffentlich zugängliche Fakten näher durchleuchten werden. Und ja, vorweg gesagt, bei dem sogenannten Great Reset, der wird immer noch in vielen Medien als Verschwörungstheorie gehandelt. Und wenn man darüber schreibt, wird man in die rechte oder Ecke gedrängt oder es wird sich darüber lustig gemacht. Aber davon kann nicht die Rede sein. Ja, legen wir los, oder? Ja, dann steige ich vielleicht so ein, dass ich sage, die Präsentation, die ich jetzt gleich so ein bisschen durchgehe, die habe ich gehalten vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten 2020. Das ist also ein Weilchen her. Allerdings sind die Dinge, die ich da drin beschrieben habe und aufgeführt habe, nach wie vor aktuell und inzwischen in großen Teilen auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Leider noch nicht genug Menschen, und deswegen habe ich gedacht, wir bringen das heute nochmal. Eins muss man in jedem Fall vorausschicken: Das, was ich damals am 21. Dezember 2020 vor dem Hayek Club Salzburg in dieser Präsentation dargelegt hatte, im Jahr 1 von Corona, nach 10 Monaten Pandemie in Anführungszeichen, das war zu der Zeit sämtlichen Entscheidungsträgern in Politik, Wissenschaft, Medizin und den Journalisten ebenfalls bekannt. Das waren also keine geheimdienstlich herbeigeschafften Informationen. Und das schicke ich jetzt extra vorweg, weil man sich noch mal vor Augen halten sollte, wie nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in weitesten Teilen der Welt mit diesem Virus umgegangen worden ist, insbesondere im vergangenen Winter. Und ich wiederhole mich, all das, was jetzt kommt, und der Wolfgang wird die Präsentation für mich gleich netterweise starten, all das, was jetzt kommt, war zu der Zeit den Entscheidungsträgern und denen, die sich wissenschaftlich damit beschäftigt haben, längst bekannt. Bis hoch zur WHO und der UN waren alle über den Stand informiert und auf dem gleichen Kettenstand. Das bitte im Hinterkopf behalten bei all dem, was jetzt folgt. Ja, dann sagen wir mal Film ab. Ja, vielen Dank. Ich steige da ein und ich überspringe auch Folien. Ich habe aus der Präsentation einiges rausgelöst, was ich für wesentlich halte. Ja. Ich fange einfach nochmal an mit dem Inzidenzbegriff. Das ist inzwischen, glaube ich, hinlänglich bekannt. Das, was hier als Inzidenz durch die Gassen getrieben worden ist und jetzt so langsam ausgedient hat, das war nie eine Inzidenz. Das, was dort gemacht worden ist, war im besten Fall eine Periodenprävalenz. Ich will es jetzt auch nicht so technisch machen und die Leute nicht langweilen, aber es gibt einen riesigen Unterschied, und du darfst mal umblättern, zwischen einer Prävalenz und einer Inzidenz. Den erläutere ich jetzt mal und ich versuche das einfach zu machen, wenn du mal auf die nächste Folie gehst. Auch das sieht jetzt wieder viel komplizierter aus, als es ist. Das ist ein Schaubild, was im Grunde zeigt, was eine Prävalenz ist. Und das, was mit der sogenannten angeblichen Inzidenz verkauft wird, ist eben eine Prävalenz. Der Hauptunterschied ist, und das ist auf der nächsten Folie, dass es klare Kriterien gibt, was eine Inzidenz ausmacht, nämlich 5. Erstens, es muss immer die Bezugsgröße der untersuchten Menschen, der untersuchten Getesteten bekannt sein, also der Population. Die ganze Population muss auch vollständig untersucht werden und sie muss über einen Zeitraum mehrfach untersucht werden. Außerdem muss sie aus merkmalsfreien Personen bestehen und der Zeitraum muss lang genug bemessen sein. Was heißt das? Übersetzt das mal in einfache Worte. Wenn ich eine Inzidenz feststellen will, dann muss der Ausgangspunkt eine fest umrissene Gruppe von Menschen sein. Ich sage also, 100 Menschen, die in einem Dorf leben, teste ich am Tag 1 zum Beispiel auf das Covid, auf das Coronavirus. Um jetzt eine Inzidenz zu beschreiben, müssen alle Folgetests an derselben Bezugsgruppe vorgenommen werden. Nur dann ist es eine Inzidenz. Anders ist Inzidenz nicht definiert. Wenn ich also am Tag 7 und am Tag 14 diese Gruppe nochmal untersuche oder von mir aus in der ersten Woche jeden Tag untersuche, dann kann ich eine Inzidenz mit Fug und Recht darstellen. Dann kann ich nämlich sagen, die 100 Menschen habe ich in 7 Tagen 7-mal komplett durchgetestet. Und im Verlaufe der 7 Tage ist folgende Entwicklung zu sehen. Zum Beispiel am ersten Tag eine Corona-Infektion,
am fünften Tag 7 Corona-Infektionen und am siebten Tag 14 Corona-Infektionen, was auch immer, dann kann ich eine sinnvolle Zeitreihe aufstellen, die eine echte Aussagekraft entwickelt, nämlich wie hat sich das Coronavirus in dieser Bezugsgruppe entwickelt. Was passiert, ist natürlich das Gegenteil und das ist ja schon in den logistischen Gründen begründet. Ich kann ja nicht alle Menschen dauernd durchtesten. Das heißt, ich habe hier es immer wieder mit unterschiedlichen Populationen zu tun, die ich auch niemals vollständig erfasse und ich untersuche sie nicht über einen Zeitraum hinweg. Denn ich mache einen Test, der ist negativ und derselbe Mensch wird eben dann vielleicht erst wieder in einem halben Jahr getestet oder nie. Umgekehrt habe ich jemanden, der positiv auf Corona getestet worden ist. Den teste ich zur Abklärung vielleicht nochmal 14 Tage später. Dann ist er wieder negativ und dann hat sich's auch erledigt. Ich habe hier also wechselnde Populationen und wechselnde, unterschiedlich lange Zeiträume, beziehungsweise überhaupt gar keine Zeiträume, weil ich die Tests einmalig vornehme an derselben Person. Merkmalsfreie Personen. Das heißt, ich muss ohne vorherige Einschränkung sagen, ich teste. Wenn ich die Tests aber nur bei Menschen durchführe, bei denen ich voraussetze, dass sie ein Infektionsrisiko tragen könnten, also hier geht es wieder um die Unterscheidung impfen oder nicht geimpft und um die Unterscheidung schon mal positiv getestet oder nicht getestet. Hier wird ja unterschieden, wer nochmal getestet wird, nämlich aus den Gründen, dass es vorgeschrieben ist, um zum Beispiel Veranstaltungen zu besuchen und wer nicht. Das heißt, ich schaffe von vornherein unterschiedliche Populationen mit unterschiedlichen Merkmalen. Hier gibt es also gar keine Vergleichsmöglichkeit mehr, die eine Inzidenz errechnen ließe. Und der fünfte, den habe ich eben schon mit abgehakt. Die Zeiträume der Beobachtung sind eben bei den allermeisten, die sich mal auf Corona testen lassen, nicht lang genug. Also eine Inzidenz liegt nicht vor. Wir haben eine Prävalenz und eine Prävalenz vergleicht Äpfel mit Birnen und hat keinerlei Aussagekraft über das Infektionsgeschehen. Armin, wenn ich gerade hier zwischenfragen darf, dann ist es gut, dass du das jetzt mal so sagst, also um es zusammenzufassen, man hätte im Prinzip alle 84 Millionen Deutsche 14 Tage lang immer wieder testen. Wenn die Koreaner haben das ja damals vorgemacht, ich kann mich noch daran erinnern, letztes Jahr, als es bei dieser christlichen Sekte ausgebrochen ist, die waren dann alle am Feiern und man konnte das ja im Wesentlichen auf diesen einen Ort in Südkorea dingfest machen. Aber die Koreaner haben ja gnadenlos alle durchgetestet und das war dann eine echte Inzidenz, wenn ich jetzt mal deine Ausführungen spiegel. Zudem in Deutschland, es wird nach politischen wie es gerade genehm ist, ergebnisorientiert getestet. Ganz genau. Also es werden praktisch vorher Parameter geschaffen, wann überhaupt getestet wird und wer überhaupt getestet wird. Und ich habe eben, das liegt natürlich auch an den unterschiedlichen politischen Systemen, ich habe den Zugriff nicht und kann es auch im Zweifel oder will es nicht durchsetzen mit Zwangsmaßnahmen. Aber das, was du gesagt hast, ist genau der Punkt. So kann man es zusammenfassen. Sodass die Inzidenz in weiten Teilen der westlichen Welt keine Inzidenz ist und schon gar nicht in Deutschland. Aus irgendeinem Grund hat es aber Deutschland geschafft, denn hier ist der Ausgang dieser Gesamt-Corona-Berechnung und der Methodik. Deutschland hat es geschafft, diese Idee in die WHO hineinzutragen und von dort ist es der Welt übergestülpt worden. Gehen wir mal auf die nächste Folie. Da ist sie, danke. Da gehe ich ganz kurz auf die Wirksamkeit von Impfstoffen ein. Wie gesagt, das ist etwas, das habe ich im Dezember 2020 vorgestellt. Ich will das hier nicht ausführlich machen. Wenn jemand hört, ein Impfstoff ist zu 95% wirksam, dann denkt er, klasse. Wenn ich das nehme, dann habe ich nur eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass ich anschließend mich noch infiziere oder was auch immer. Das ist nicht so. Die 95%ige Reduktion der Infektion ist lediglich der Unterschied zwischen zwei unterschiedlichen Vergleichsgruppen. Hier sieht man die Größenordnung. Die Hälfte hat das bekommen, die Hälfte ein Placebo. Und dann guckt man einfach, hat man Covid-Fälle in der einen oder in der anderen Gruppe und unterscheidet das. Und das heißt, dass diese 95-prozentige Wirksamkeit, die zum Beispiel für BioNTech/Pfizer für den mRNA-Impfstoff angegeben worden ist, bevor er verteilt wurde, nicht 95% der Geimpften vor einer Infektion schützt, sondern dass er lediglich im Vergleich der Testgruppe mit der Placebo-Gruppe eine 95-prozentige Risikoreduktion bringt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich will jetzt nicht zu tief in Statistik-Langweilerei einsteigen, aber wir sehen es inzwischen ja auch an den Impfdurchbrüchen, wie man das so schön nennt, dass Geimpfte eben im Zweifel überhaupt nicht
vor einer Infektion geschützt sind in einem nennenswerten Maße gegenüber Nicht-Geimpften. Das nur noch mal dazu, damit man diese Zahlenspielereien vielleicht auch ein bisschen besser durchschaut. Ramin, noch mal eine Zwischenfrage. Wenn hier steht 43.000 Studienteilnehmer, gibt es da auch einen Aufschluss auf die Altersgruppen? Also wenn ich jetzt mal sage, wir haben dort Leute zwischen 20 und 25, weil das alle Studenten waren, die sich was zum Studium dazu verdienen wollten, hat das ja eine ganz andere Aussagekraft, als wenn wir jetzt, sagen wir mal, ja, entsprechende Alterspyramide, die Altersgruppen damit vertreten haben. Ja, also da ist es tatsächlich so, das muss man BioNTech und Pfizer zugutehalten, da haben sie schon repräsentative Gruppen gebildet. Da haben sie das Spektrum der Geschlechter und Altersgruppen abgebildet. Im Zweifel wurden natürlich auch Vorerkrankungen abgefragt, was aber wiederum ein einschränkender Faktor ist. Aber hier will ich an der Grundgruppe, die getestet worden ist, gar keine großen Zweifel anmelden. Mir geht es eher um die Darstellung, dass eben, und das ist für Impfstoffe Standard, das muss man einfach wissen, dass 95% Wirksamkeit eben nicht heißt, ich bin zu 95% geschützt. Gehen wir mal auf die nächste Folie. Da komme ich ganz kurz, deswegen hatte ich diesen Ausschnitt von 2018, März 2018, man kann es hoffentlich erkennen, kurz eingeführt. Wir haben ja sehr lange und oft von der Überbelegung der Krankenhäuser und den ganzen Problemen gehört. Also solche Dinge sind nichts Neues, die gab es auch immer und das kann man auch schnell verlassen. Da ging es damals um die Grippe, dann gehen wir auf die nächste Folie. Und hier wiederum kommen dann auch, und das war hier Mitte Dezember 2020, immer mal haben sich Klinikchefs Land auf Land abgeäußert und haben gesagt, was erzählt ihr da die ganze Zeit? Hört auf, Alarm zu machen. Das war nur ein Ausschnitt damals aus einer Zeitungsmeldung. Gehen wir mal auf das nächste. Und parallel dazu, und das ist ja inzwischen auch statistisch für jeden überall nachzulesen, ist die Grippe plötzlich ausgestorben. Jetzt muss man wissen, dass das Coronavirus ein Grippevirus ist. Das heißt, es ist nicht auf die Maskenpflicht zurückzuführen, weil es galt zu Beginn der Grippesaison, die immer so im Oktober anfängt, noch gar keine flächendeckende Maskenpflicht in vielen Ländern, auch in Großbritannien damals noch nicht. Das heißt, zu erzählen, weil wir immer Masken getragen haben, gibt es die Grippe nicht mehr, ist natürlich völliger Schwachsinn. Es gab auch Länder wie Schweden oder andere, die haben eben keine verbindliche Maskenpflicht im letzten Winter gehabt. Und trotzdem beobachtet man weltweit, dass in den Krankenhäusern keine Patienten mehr wegen Grippefällen aufgenommen worden sind. Umgekehrt, und das ist die Meldung, die hier dahinter stehen, haben sich ganz viele Patienten überhaupt erst im Krankenhaus mit Corona angesteckt. Hier hat also in Großbritannien ein großer Krankenhausbetreiber mit vielen, vielen Standorten quer über das ganze Land, der also mehr als die Hälfte aller Krankenhäuser abdeckt, festgestellt, und das war wie gesagt der Stand Anfang Dezember letzten Jahres, dass eine zweistellige Zahl von Menschen nachweislich erst im Krankenhaus angesteckt haben. Man weiß inzwischen, dass die Zahl noch viel, viel größer war. Und man weiß außerdem, dass die britischen Corona-Zahlen in der Statistik mehrfach im Verlaufe des letzten Dreivierteljahres korrigiert werden mussten. Da hat man anfangs auch noch Menschen drin gehabt, die sind am Autounfall gestorben oder vom Baugerüst gefallen. Und die waren alle in der Corona-Statistik, weil man dann nach deren Ableben festgestellt hat, sie hatten das Virus im Blut, aber sie waren völlig symptomfrei, aber weil sie gestorben sind. Und in England, man so gezählt hat, waren sie in der Statistik drin. Das hat man inzwischen ein bisschen bereinigt. Ich will nur damit sagen, die Zahlen sind Schall und Rauch. Und das war damals im Dezember 2020, ich wiederhole mich da. Also das klingt jetzt ein bisschen selbstverständlich, heute im September 2021 solche Plattitüden von sich zu geben. Aber das war schon der Stand 2020. Das möchte ich immer wieder in Erinnerung. Dann gehen wir mal auf die nächste Folie. Und da kommen wir nochmal zur Grippe. Das hatte ich eben schon angedeutet. Der untere Balken ist der eigentlich interessante. Das war jetzt damals in der 49. Kalenderwoche hier in Deutschland. Und da war die Grippesaison schon 2-3 Monate am Laufen. Und die Grafik hat sich genauso fortgesetzt. Und man sieht die Vergleichszahlen früherer Jahre. Im Grunde legt das den Schluss nahe. Und ich habe das eben schon gesagt. Und das hat sich inzwischen bestätigt, dass alles, was früher noch als Grippefall im Krankenhaus war, eben inzwischen als Corona-Fall gezählt worden ist. Das heißt, man muss von den vielen, vielen gemeldeten Corona-Fällen, das sind in Deutschland ja inzwischen angeblich 4,2 Millionen, muss man also mindestens mal das, was man in der üblichen Grippesaison hat, also hier sehe ich einen Durchschnitt von 200.000 bis 300.000 in der Grippesaison, die jetzt alleine
alleine in den ersten Monaten sozusagen zusammenkommen. Wenn man das aufaddiert, geht es dann eben schon höher. Da muss man das sicher abziehen. Dann gehen wir mal eins weiter. Und damit hat sich dann auch die Presse wiederum beschäftigt. Selbst die WHO musste dann irgendwann etwas verdutzt eingestehen, dass die Grippe ausgestorben ist. Da kann man sich selbst seinen Reim drauf machen. Also wer immer noch behauptet, dass Corona und Grippe nichts miteinander zu tun haben, also was die Erfassung angeht, der müsste sich da nochmal genauer einarbeiten. Dann gehen wir nochmal eins weiter. Ich will das, wie gesagt, an manchen Stellen nicht zu ausführlich machen, aber hier möchte ich doch nochmal ein bisschen mehr dazu sagen. Der PCR-Test steht ja und stand ja in der Kritik und auch zunehmend in der Kritik, selbst von Menschen, die vorher ihn sozusagen als Standard verwendet haben. Und er läuft ja in einigen Ländern wie den USA nicht ohne Grund jetzt aus. Dort darf ein PCR-Test nach dem 31.12. gar nicht mehr medizinisch angewendet werden zur Corona-Diagnose. Und das hat natürlich den Grund, dass alle wissen, und zwar vom ersten Tag an, ich gehe jetzt zurück in den März 2020, dass dieser PCR-Test für Covid, so wie er gemacht und angewendet ist, nicht taugt und Nonsens produziert. Das liegt daran, wie er gestrickt ist. Es gibt einen Erfinder dieses Corona-Tests, dieses PCR-Tests in den 80er Jahren, der Herr Malles. Der hat auch einen Nobelpreis genau dafür später bekommen. Und er hat schon sehr früh gesagt, weil plötzlich alle Welt sich auf seinen PCR-Test stürzte und den so missbraucht hat, wie man heute demoskopische Erhebungen für Umfragen missbraucht. Jeder hat sein Süppchen gekocht und hat den PCR-Test für sich so ausgelegt, wie er ihn am liebsten gehabt hat. Und letztendlich hat der Herr Malles gesagt, es gibt Kriterien, wie dieser Test zu funktionieren hat. Und unter bestimmten Umständen ist er dann eben nicht mehr aussagekräftig. Und er hat sehr klar gesagt, dass zum Beispiel dieser PCR-Test, der im Grunde eine Vervielfältigung von Partikeln eines Virus aufspüren soll, also durch Vervielfältigung Partikel eines Virus aufspüren soll, dass der nur Sinn macht, wenn man ihn etwa 20 Mal durchläuft. Wenn also diese Vervielfältigung, diese Vergrößerung dessen, was man da ausgeschnipselt hat aus der RNA, wenn das 20 Mal vergrößert oder vervielfältigt wird. Alles, was danach kommt mit mehr Zyklen, hat keine Aussagekraft mehr. Und der Herr Malles, immerhin der Erfinder, der ist inzwischen verstorben, hat das aber, wie gesagt, schon in den 90er Jahren kritisiert, dass man das missbraucht. Der konnte sich also heute jetzt nicht mehr dazu äußern, zu dem Covid-PCR. Da dreht er sich wahrscheinlich immer noch im Grab. Aber es hat eine Gruppe von Wissenschaftlern, über 20 Wissenschaftlern weltweit, sich diesen Covid-PCR-Test mal vorgenommen. Und zwar auch schon vor über einem Jahr. Wenn wir mal eine Folie weitergehen. Dieses Team, 22 Wissenschaftler sind es, hat das sogar in einem wissenschaftlichen Magazin, in einem Standardwerk der Wissenschaft veröffentlicht, in einem sogenannten Peer-Review-Report. Dazu muss man wissen, alles, was in der Medizin passiert, alles, was irgendein Mediziner, ein Virologe, ein Immunologe oder was auch immer veröffentlicht oder behauptet oder in einer Studie herauszufinden geglaubt hat, wird der Gesamtheit der wissenschaftlich Tätigen vorgelegt. Und die schauen sich das genau an. Und dann gibt es verschiedene Magazine, in denen sie dann publizieren und sagen, jawohl, das sieht vernünftig aus oder es sieht nicht vernünftig aus. Und es hat selten eine Publikation gegeben oder eine Erfindung, sage ich jetzt mal, im medizinischen Bereich, die derart zerrissen worden ist wie der PCR-Test für Corona. Jetzt kommt ein Name, da werden manche schon die Augenbrauen hochziehen, der Herr Drosten. Der inzwischen, ja, man muss schon bitter lachen an der Stelle, immer wenn der Name fällt. Langölverkäufer. Der Herr Drosten war nämlich federführend, als es darum ging, diesen Covid-PCR-Test zu stricken. Herr Drosten und noch ein kleines Team um ihn herum haben im Auftrag auch der deutschen Bundesregierung im Frühjahr 2020, beziehungsweise sogar im Januar 2020 schon, als die ersten Corona-Meldungen kamen und man in China sagte, oh, da ist was, da hat der Herr Drosten diesen von Herrn Malles erfundenen PCR-Test genommen und hat den Auftrag gehabt, hier ein Verfahren zu entwickeln, das so sensitiv ist, dass man
und das ist ja erstmal nichts Verwerfliches, dass man mit möglichst großer Wahrscheinlichkeit Corona-Virenträger aufspüren kann. Er hat nur diese Vorgabe gekriegt. Corona-Virenträger aufzuspüren heißt aber erstmal noch nichts. Aber ich will mal sagen, warum dieser Test so problematisch ist. Und wie gesagt, das ist das Ergebnis, das Peer-Review dieser Gruppe von 22 Wissenschaftlern. Alles keine Geheimdienstinformationen öffentlich nachzulesen. Ich habe sogar den Link oben mit reingesetzt, rechts oben. Also das Testdesign ist Schrott gewesen, haben die gesagt, die Mediziner und Wissenschaftler. Es werden nicht nur SARS-CoV-2-Sequenzen erfasst, sondern eben auch andere. Stichwort Grippe, weil SARS-CoV-2 ist ein Grippevirus. Es gibt ein Protokoll, was intransparent und mangelhaft ist. Das heißt, das, was da in dem Testdesign, in den Studien überhaupt gemacht worden ist, lässt sich gar nicht richtig nachlesen. Da kann man also überhaupt nicht sehen, wie dort die Schlüsse gezogen worden sind. Das ist eigentlich schon das kleine Einmaleins für jeden, der überhaupt mit so etwas anfängt. Wenn es da schon scheitert, kann man die Akte eigentlich schon zumachen. Es gibt keine Standardisierung. Anders gesagt, dieser PCR-Test wird in allen Ländern ein Stück weit unterschiedlich gehandhabt. Da komme ich gleich noch zu. Und vor allen Dingen, das ist das Allerwichtigste, weil es die Standardisierung nicht gibt, aber auch nicht in den Ländern, in denen man den Test immer auf die gleiche Weise durchführt, ist auch nicht definiert, was denn nun ein positives oder negatives Ergebnis bedeutet, beziehungsweise ob es eben an der Stelle als positives Ergebnis noch zu werten ist. Das hat einen Hauptgrund, und da kommen wir zu dem sogenannten CT-Wert. Und nur der CT-Wert lässt eine Aussage darüber zu, ob jemand infektiös ist oder nicht. Der CT-Wert ist das, was ich in der Folie zuvor erklärt habe, bei dem Herrn Mallis mit den Zyklen. Danke. Mit den Zyklen. Der Herr Mallis hat gesagt, 20 Zyklen mehr sollte so ein PCR-Test nicht machen, also CT gleich 20, weil danach das Ergebnis dieser sogenannten polymeren Kettenreaktion sinnlos oder ohne Aussagekraft ist. Ich habe gerade, Entschuldigung, wenn ich hier kurz unterbreche, aber das mit den Zyklen, das habe ich noch nicht so ganz richtig verändert. Genau, also ich versuche es mal an einem Bild. Ich mache es mal an einem Bild. Du hast die Vermutung, in der Luft ist ein Staubkorn. Mhm. Jetzt in dem Raum, in dem du sitzt. Du siehst es aber mit bloßem Auge nicht. Jetzt nimmst du eine Lupe und theoretisch, wir nehmen mal an, das Staubkorn steht in der Luft, es bewegt sich nicht. Du richtest also ein Vergrößerungsglas auf die Stelle, wo du das Staubkorn vermutest. Mhm. Das stellst du jetzt auf eine 20-fache Vergrößerung ein und siehst kein Staubkorn. Okay. Und dann würdest du normalerweise sagen, okay, ich habe meinen Zyklus so definiert, ich habe meine Testreihe so definiert, wenn das Staubkorn selbst mit 20-facher Vergrößerung nicht da ist, dann interessiert es mich nicht, weil es hat keinen Effekt oder ist gar nicht da. Jetzt kommen schlaue Leute auf die Idee und sagen, Mensch, Peter, mach doch einfach mal 40- oder 45-fache Vergrößerung. Mhm. Und auf einmal siehst du irgendeinen Fleck in der Vergrößerung. Du kannst überhaupt nicht sagen, was es ist, ob es ein Staubkorn ist, ein anderes Teilchen oder einfach nur eine Luftverschmutzung. Du weißt es nicht. Aber weil du jetzt was gefunden hast, behauptest du einfach, da ist das Staubkorn. Mhm. So musst du dir das vorstellen mit den Zyklen. Das sind letztlich Vergrößerungsschleifen. Und wenn einer sagt, es macht nur Sinn, bis zu 20 Vergrößerungen zu machen, weil alles, was darüber ist, hat medizinisch keinen Effekt und die anderen machen doppelte und mehr Zyklenzahl und finden dann irgendwas und behaupten, das sei das, was sie gesucht hatten, dann ist das eben unwissenschaftlich. Okay, gut. Dann verlassen wir die Folie, gehen nochmal zurück zu der danach, wo ich eben war. Danke. Also das ist der CT-Wert. An dem scheitert der PCR-Test von vornherein, den der Herr Drosten entwickelt hat. Weil der Herr Drosten macht nämlich genau das mit seinem Test. Die Schleifen gehen über 40 Mal hinweg. Das heißt, er hat genau die Grundprämisse des Erfinders missachtet. Und deswegen findet dieser Test auch immer irgendetwas bei den allermeisten Menschen, ohne sagen zu können, was es ist. Dazu kommt noch was anderes. Je höher der CT-Wert ist, das weiß man aus der Medizin und aus anderen PCR-Testverfahren, umso weniger infektiös ist ein Patient. Das heißt, selbst wenn ich nach 35 oder 40 CT-Zyklen etwas gefunden habe und selbst wenn es ein Stück RNA, das SARS-CoV-2-Virus wäre, dann wüsste ich, dass dieser Patient nicht mehr ansteckend ist. Er gibt dieses Virus, was er in sich trägt, in dem Moment nicht mehr weiter. Ich habe also hier mehrere Stellschrauben, an denen ich klar definieren könnte, wer eigentlich als Virusträger überhaupt da ist und wer als Virusträger überhaupt gefährlich ist. Ich müsste also jedem PCR-Test
die Verpflichtung zugrunde legen, dass nicht nur mitgeteilt wird anschließend, ob jemand auf das Virus positiv getestet ist, sondern nach wie vielen Zyklen durchläufen er getestet worden ist, positiv getestet worden ist. Damit würde ich auf der Stelle eine hohe Zahl der positiv Getesteten praktisch schon aus der Statistik rausnehmen können, weil ich sage, die sind ja nicht mehr infektiös. Es kann mir egal sein, ob sie Virenträger sind. Die sind in der Regel dann nicht symptomatisch erkrankt. Sie geben das Virus auch nicht weiter. Also was soll's? Ramin, auch ich wieder nochmal, Entschuldigung. Das heißt also, man hat nicht einen Standard genommen, der anzeigt, ob man jetzt infektiös ist, sondern man hat den Standard so weit angehoben, bis man einen Ausschlag hat. Ja, und man unterscheidet eben nicht nach Infektiosität, das ist der Hauptpunkt. Okay. Ja, man hat nicht nur so hoch, man hat nicht nur den so sensitiv gemacht, den Test, dass er irgendwas findet, sondern man hat ihn auch so sensitiv gemacht oder hat bei der ganzen Sensitivität eben nicht mehr unterschieden zwischen Infektiosität oder nicht. Ja? Das heißt, wir haben zwei Probleme. Wir haben eben keine Positivkontrolle, also der Test ist gar nicht spezifisch genug. Und wir haben vor allen Dingen keine Negativkontrolle. Das heißt, es wird keine Aussage hinsichtlich eines Ausschlusses oder einer Nichtübertragbarkeit des Virus gegeben. Und abgesehen davon, das ist bis heute Stand der Forschung, ist dieses Virus niemals isoliert worden. Aber das lasse ich mal dahingestellt. Und die Verfasser dieses Peer Review, 22 weltweit sehr renommierte Wissenschaftler, die haben dann einen Schlusssatz, der steht da in Gelb formuliert, auf Englisch natürlich, weil alles international auf Englisch publiziert wird. Und das ist eine schallende Ohrfeige mitten ins Gesicht des Herrn Drosten, dem sie praktisch sagen, was du hier abgeliefert hast, ist einer wissenschaftlichen Arbeit unwürdig. Trotzdem hat der Herr Drosten es geschafft, hat es die Bundesregierung geschafft, haben es die supranationalen Organisationen geschafft, diesen Test als Goldstandard, so wie er hier beschrieben ist, zu etablieren. Ja, also das muss man einfach, deswegen habe ich da jetzt ein bisschen mehr Zeit drauf verwendet, mal einem breiteren Publikum zur Kenntnis geben. Diese Kritik am Testdesign, die ist ein Jahr alt. Ich glaube, die wissenschaftliche Arbeit ist im Oktober 2020 veröffentlicht worden. Das heißt auch deutlich vor dem Winter. Das heißt, ich beziehe mich nochmal auf den Zeitpunkt, an dem ich diese Präsentation gehalten habe. Da wussten alle Entscheidungsträger, alle in der Wissenschaft, alle bei der UN, alle bei der WHO, sämtliche Regierungschefs auf der Welt, dass dieser Test untaugt. So, das lassen wir mal sacken und gehen auf die nächste Folie. Wir kommen dann auch schon so langsam Richtung Ende. Ja, das war mal so ein Statement von Herrn Schäuble, den will ich hier gar nicht promoten, aber der hat sinngemäß irgendwann auch mal vor einem Jahr gesagt, also wir müssen eben auch in Kauf nehmen, dass das Leben gefährlich ist und dass auch Leute sterben, und hat so ein bisschen versucht, eine Brücke zu bauen zu denen, die gesagt haben, jetzt seht mal zu, dass es auch noch andere Dinge außer Corona gibt. Aber was jetzt noch kommt, ist viel wichtiger, wenn du mal weiterblätterst, nämlich die Kollateralschäden. Das sind Schätzungen, die sind auch aus dem vergangenen Jahr, haben sich inzwischen bestätigt oder sind noch gravierender. Allein durch die Corona-Maßnahmen haben weltweit, das war damals eine Schätzung und die wurde unlängst bestätigt, 300 Millionen Menschen ihre Arbeit verloren, haben also gar keine Lebensgrundlage mehr. Durch die Corona-Maßnahmen, nicht durch irgendein Virus. Und zwar durch Corona, das hat ja die Gates-Stiftung in ihrer letzten Veröffentlichung so dargestellt, 335 Millionen Menschen, die genau. Jetzt in extreme Armut getrieben worden sind, dass sie selber einer der Treiber gewesen sind, um diese Maßnahmen zu erlassen, das verschweigen sie ja dezent, aber da kommen wir auch später zu den üblichen Verdächtigen, die dahinter stecken. Ganz genau. Und das ist etwas, was uns vor 10 Jahren, wenn man zurückdenkt, vielleicht nochmal in einer anderen Art und Weise begegnet ist, als es Gruppierungen gab, die zum Teil bis heute behauptet hatten, dass in Fukushima also Zehntausende durch einen Atomunfall gestorben sind. Die sind natürlich mitnichten durch einen Atomunfall gestorben, sondern durch eine Naturkatastrophe und ertrunken in der Regel. Und das geht in die gleiche Richtung. Also hier nochmal, und das kann man nicht oft genug sagen, es sind die Corona-Maßnahmen, die schädlich sind, nicht Corona. Es gab dann verschiedene Gruppierungen, die haben sich auch mal wirtschaftlich mit den Fragen beschäftigt. Und da sieht man also, dass zwischen 2020 und 2025 zum Beispiel hier eine Schätzung aus einem Schweizer Think Tank vorliegt, die gesagt haben, also da kommen Wertschöpfungsverluste und die sind inzwischen noch viel höher. Das war damals eine noch recht zurückhaltende Schätzung. Sind also in der Größenordnung, dass sie also dem
anderthalbfachen inzwischen entsprechen, was die gesamte USA an Wertschöpfung an BIP in einem Jahr hinkriegt. Die UNICEF hat dann gewarnt, dass eben entsprechend bei diesen 335 Millionen Menschen, die ihre Arbeit verlieren, hängen natürlich auch Kinder dran und dass 150 Millionen Kinder in Armut gestürzt werden durch eben genau das, was wir im Moment in den letzten anderthalb Jahren erleben. Und die Welthungerhilfe hat noch eins draufgesetzt und hat also gesagt, dass wir hier in den nächsten Jahren, und das ist jetzt praktisch der Zeitraum, den wir jetzt überschauen, 30 Millionen zusätzliche Tote kriegen. Also wenn man 30 Millionen zusätzliche Tote mal den angeblich in der Welt bislang an Corona Verstorbenen gegenüberstellt, dann muss man schon sehr zynisch sein, um die Maßnahmen zu verteidigen und zu loben, die da weltweit ergriffen worden sind. Aber anscheinend spielt es keine Rolle oder spielt es eine Rolle, wo jemand stirbt. Da ist jemand, der also in der Sahelzone oder im Fernen Osten oder in irgendwelchen anderen Regionen, wo immer es eben mit dem Leben schwieriger ist als bei uns, stirbt offenbar weniger wert als jemand, der in einem entwickelten Land lebt. Also ist dann Zynismus nicht zu überbieten, was sich da Politik, Medien und Wissenschaft oder angebliche Wissenschaft leisten. Das muss man auch immer mal wieder sagen. Dann gehen wir noch mal eins weiter. Hier kommen wir jetzt so langsam zum Great Reset und biegen auf die Zielgerade ein. Wir gehen da ja gleich anschließend noch ein bisschen mehr drauf ein. Im Frühjahr 2020 hat uns das Weltwirtschaftsforum, das der Herr Schwab organisiert und leitet, verantwortet, wie immer man das nennen will, damit beglückt, dass sie auf ihrer Internetseite den Great Reset, die Initiative des Great Reset gestartet haben. Und aus den Veröffentlichungen, die sind sehr viel umfangreicher, habe ich mal einen Teil rausgeschnitten, der so auf der Internetseite des Weltwirtschaftsforums nachzulesen ist. Die haben nämlich, und da bin ich wieder beim Thema Zynismus, gesagt, Corona ist eine Riesenchance. Die haben also nicht gesagt, es ist eine Krise und wir müssen alles tun, um sie schnell einzudämmen, wenn man das denn für gefährlich hält. Nein, die haben gesagt, es ist klasse. Es ist klasse, dass wir ein tödliches Virus haben. Es ist klasse, dass wir die Menschen überall in der Welt mit Corona-Maßnahmen im Grunde zwangsisolieren. Die haben regelrecht Purzelbäume geschlagen vor Freude, weil sie sagen, endlich können wir unsere Ideologie durchsetzen und allen überstülpen. Wie gesagt, keine Geheimdienstinformationen veröffentlicht auf der Internetseite des Weltwirtschaftsforums. Und sinngemäß sagen die, das ist ein Zeitfenster, das müssen wir nutzen, damit wir die Welt endlich umbauen. Und was sie mit umbauen meinen, haben sie uns inzwischen mehrfach detaillierter mitgeteilt. Wir haben nachher auch noch ein Beispiel dazu, denn sie haben jetzt auch eine Kreditkarte dazu rausgegeben, aber dazu später. Und dann sagen sie, wir müssen dahin kommen, dass wir endlich anders miteinander interagieren, anders Handel treiben, anders uns vernetzen. Es müssen alle Kontakte, alle sozialen Kontakte und alles, was in der Welt passiert, eben neu organisiert werden. Und alles soll dem Ziel dienen, die Umwelt so umzubauen, dass wir dabei das Klima retten. Und das ist natürlich etwas, was einem dann in den Ohren klingelt, weil die Menschen, die glauben, wir müssten das Klima retten, haben es ja nun jahrelang auf vielen Wegen, auch vor allem mit Verteuerungen versucht und haben irgendwann offenbar gemerkt, da ziehen in der Welt viel zu wenige mit. Und hier hat man nun also die Chance erkannt, das Thema Corona für sich auszuschlachten. Menschenverachtend, zynisch, widerwärtig, mir fallen keine anderen Worte ein. Und dann kam, das ist die letzte Folie jetzt, irgendwann mal der britische Economist, den man nicht genug loben kann dafür, dass er auch mal Klartext spricht. Er hat aktuell eine tolle Kolumne gemacht zur Ära Merkel und der zum Abschied im Grunde ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Kann ich jedem empfehlen, der im Internet mal nachschaut. The Economist ist gerade erst erschienen, der Artikel frei zugänglich. Aber was hat der Economist hier gesagt? Und das schon zu Beginn der Krise, also nicht jetzt irgendwann hier. Der Economist hat Ende März 2020, als im Grunde die ganzen Maßnahmen überall losgingen, gesagt, wir müssen mal schön aufpassen. Wir haben jetzt zwar eine Situation, in der wir unseren Regierungen erlauben, dass sie irgendwie mehr Kontrolle über uns ausüben, dass sie uns einsperren, dass sie uns die Grundrechte zum Teil nehmen. Aber irgendeiner muss dann auch irgendwann mal drauf gucken, dass das auch wieder aufhört. Und der Economist hat im Grunde schon im März 2020 die düstere Vorahnung gehabt, nee, das geht nicht mehr zurück. Das bleibt so und das wird wahrscheinlich noch mehr. Und die große Hand, die da jemanden an der Leine hält, ist natürlich Big Government, also die Regierungen, die immer mehr Kontrolle über die Menschen erlangen, durch alle möglichen technischen Apps, durch die Vorgaben, wann wer wo Zugang hat.
durch offene oder versteckte Impfpflichten, durch alles Mögliche, was wir gerade erleben. Ja, und dass das leider so gekommen ist, ist eigentlich an der Stelle kein schöner Ausblick. Aber ich hoffe, dass mit diesem kleinen Vortrag der eine oder andere zumindest, der das mal so vage am Rand gehört hat, noch mal ein paar Einblicke bekommen hat, dass das, was da an Datenmaterial zugrunde gelegt ist und von der Hospitalisierungsrate und der Belegung der Intensivbetten, von denen wir inzwischen wissen, dass sie Fake-Zahlen beinhaltet haben und dass es nie eine Krisensituation in den Krankenhäusern gab und auch keine bevorsteht, da will ich gar nicht erst jetzt reden. Aber man sieht hier, dass also die gesamte Corona-Maßnahmenliste auf Basis zweifelhafter Tests, Zahlen und Statistiken stattgefunden hat. Und da will ich es erstmal jetzt mit belassen. Aber Rami, hinter dem Great Reset steckt doch dieser Herr Schwab. Genau. Dieser Herr aus dem Süddeutschen. Der Wolfgang hat ja ein schönes Hintergrund. Ja, ich werde euch auch gleich wieder von diesem Anblick seiner dunklen Lordschaft befreien, aber das muss doch heute einfach mal sein. Denn ein bisschen Humor, den wollen wir uns ja auch bei diesen ernsten Themen einfach noch ein bisschen bewahren. Der Lord Voldemort der modernen Gesellschaft quasi. Ja, aber ich meine, der hat diese Idee entwickelt, vergleichbar mit Karl Marx. Und dann gibt es ja diese Young Urban Young Leaders? Global Leaders. Das ja. Young Global Leaders Programm. Was ist die Voraussetzung oder welche Leute werden da gezielt? Ich weiß, dass werden da vorgeladen. Also ich weiß, dass Annalena drin war, wohl die härteste Enttäuschung von allen, weil ihre Dummheit und Inkompetenz hat dann wohl alle Bemühungen zunichte gemacht. Aber was ist das Konzept? Gewisse Leute zu streamlinen und dann in entsprechende Positionen zu bringen? Oder wie sind da die Zusammenhänge? Ja gut, das ist ja grundsätzlich. Das ist ja ein Verfahren, was man überall erlebt. In der Wirtschaft genauso wie in der Politik oder wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Das ist eine Art Scouting. Man identifiziert Menschen, die jung genug sind und denen man Potenzial zutraut und baut sie durch Seminare, durch Netzwerke, die sie nutzen, durch Beratung. Sie kriegen dann Mentoren an die Seite gestellt, baut sie auf zu Führungsfiguren. Und das ist erstmal nichts Verwerfliches. Das ist ja etwas, was man eben, wie gesagt, viel erlebt, auch gerade in Wirtschaftsbereichen, dass man eben Talente früh versucht, an sich zu binden, aufzubauen und dann entsprechend in den Wirkungskreisen dann zur Entfaltung zu bringen. Und dieses Programm, das WEF, ist übrigens auch, das ist ja das Schöne, ist ja alles nicht geheim. Da hat das WEF eine eigene Internetseite und da werden die auch genannt, die in diesem Programm drin sind oder drin waren. Da kann jeder sich einen Überblick verschaffen mit zwei Google-Suchen oder mit einer Google-Suche. Und da ist eben dann unter anderem, du hast sie genannt, auch Annalena Baerbock gewesen. Und es ist natürlich wie immer, also wenn man 10 Leute castet, sind nachher vielleicht 3 tauglich. Und sie war eben bei denen, die nicht tauglich waren. Ja, aber werden die vorgeladen? Also wer macht dann diese Liste? Oder wie soll ich sagen, nach welchen Kriterien geht es? Oder hat es mittlerweile so einen Status erreicht? Weil meine Wahrnehmung ist, ich bin ja da nicht so im Detail drin, aber meine Wahrnehmung ist ja, dass es sehr stark deutsch-EU-dominiert ist. Das heißt, da wird ein bestimmter Kader ausgebildet, wie bei Scientology. Ja? Und wenn die das durchlaufen haben, sagen die dann, okay, die Pyramide geht nach unten weiter, jetzt schlagen wir folgende Personen vor. Oder wie, das ist ja wahrscheinlich da so eine Wechselwirkung ab einem gewissen Ausbildungsgrad, um das mal so zu sagen. Gibt es da noch irgendwas dazu zu ergänzen, Ramin? Nein, also wie gesagt, im Detail ist das ja auch kein standardisiertes Verfahren. Diese Menschen sind grundsätzlich ja in Parteien tätig und haben in ihren Parteien schon die ersten größeren Hürden überwunden und sind schon an einem Punkt, wo sie kurz davor stehen, Vorsitzende einer Gesamtpartei zu werden oder Mandate haben, vielleicht sogar im höchsten Parlament schon sitzen. Und dann werden die eben angesprochen. Oder innerhalb der Partei sagt jemand, hör mal, die könnte in Frage kommen, der könnte in Frage kommen. Also das sind ja keine standardisierten Auswahlverfahren, ja, wie jetzt das Recruiting oder wie Studenten, die an der Elite-Universität sich bewerben, sondern da geht es einfach darum, dass man über das bestehende Netzwerk im Grunde auf Menschen aufmerksam wird und die dann eben mal einlädt dazu. Ja, und wenn man sich so einige Persönlichkeiten anschaut, dann denkt man auch, die stammen aus so einer Klonfabrik. Ich nenne mal so Namen wie Sebastian Kurz, auch in den Seilschaften vom Herrn Soros
ist er schon relativ früh aufgetaucht, sehr jung dann zum Bundeskanzler gewählt worden. Also sowas gab es bis dato, glaube ich, noch nie. Herr Trudeau, Macron und so weiter, die sehen alle irgendwie gleich aus. In Deutschland hat man jetzt kein Pendant gefunden. Annalena ist ja weiblich und hat da nicht ganz so dieses Gesicht von der Stange. Da bin ich mal gespannt, wen sie da auch noch so aus dem Hut zaubern. So. Aber ne, kantige, eckige Persönlichkeiten mit Charakter, die auch mal Tacheles reden oder wie Herr Khrushchev mit dem Schuh auf den Tisch mal kloppen, wenn es einfach mal reicht, die gibt es nicht mehr, sondern es werden immer ja diese Persönlichkeiten gecastet. Das erinnert so ein bisschen so an so eine Talentshow, ne? Deutschen DSDS oder wie die auch, die gibt es ja auch übrigens weltweit. Ne? Das ist ja auch nicht kein deutsches RTL-Phänomen. Ja, und das ist ja auch genau der Punkt. Man möchte ja keine kantigen, fertigen Menschen. Man möchte ja Menschen, die man noch formen kann. Man möchte vor allen Dingen Menschen, die für bestimmte Themen eintreten. Das Weltwirtschaftsforum hat schon bevor Corona, lange bevor Corona losging, die treffen sich ja einmal im Jahr, Anfang des Jahres. Wer es nicht weiß, das ist ja eine Zusammenkunft von einer vierstelligen Zahl von Entscheidungsträgern aus allen gesellschaftlichen Bereichen, Wirtschaft, Politik. Jeder, der in der Welt irgendwo irgendwas zu melden hat oder Geld mitbringt, darf dorthin und wird eingeladen zu diesem Weltwirtschaftsforum. Und da haben die Vertreter, die da zusammenkamen, zum Beispiel schon in ihrer Sitzung vor Corona 2019, ganz klar als Schwerpunkt ihrer Beratungen das Thema Umbau der Weltwirtschaft gesetzt. Das heißt, deswegen sage ich ja, und das steht ja auch im Great Reset im Grunde drin, man hat frühzeitig, oder was heißt frühzeitig, man hat lange vor Corona gesagt, wir sind an Wachstumsgrenzen angekommen. Die Finanzpolitik ist im Grunde gescheitert. Man muss ja auch mal gucken, wie die Welt ausgesehen hat vor Corona. Wir haben das Problem wachsender Ränder, also Stichwort Demokratie und Unzufriedenheit der Menschen mit den Handelnden, mit den Regierenden. Wir haben das Problem der Zentrifugalkräfte in Europa, Stichwort Brexit. Das heißt, wir haben ja hier eine Gemengelage gehabt, ich rede jetzt mal von Anfang 2019 vor Corona, in der alle, die dort waren, gesagt haben, wir wissen gar nicht, mit welcher Krise wir zuerst anfangen. Eigentlich müssten wir die Welt mal kurz anhalten, um uns dann um diese ganzen Dinge zu kümmern. Oder aber, und das ist der Hauptaspekt, überhaupt Maßnahmen politisch durchsetzen zu können, die eben aus unserer Sicht dort neue Konstellationen schaffen und die globale Welt in eine andere Richtung schieben. Und dann über alledem natürlich das große Thema Klima. Und in dieser Gemengelage wurde im Grunde Anfang 2019, wer also die Protokolle und die Veröffentlichungen aus diesem Weltwirtschaftsforum sich heute noch mal zu Rate zieht, der erschrickt, weil er im Grunde da schon die Vermutung haben muss, irgendwas wird passieren. Denn alle haben erkannt, es muss irgendein Mega-Ereignis kommen. Und das macht ja die Sache im Grunde auch so anfällig für Verschwörungstheorien. Wenn also nach einem Weltwirtschaftsforum Anfang 2019, in dem man zu all diesen Befunden gekommen ist und sich selber ins Stammbuch als Hausaufgabe geschrieben hat, wir bauen die Welt um. Wenn man dann also ein Dreivierteljahr später mit der Frage konfrontiert sieht, dass da aus einem Labor offenbar ein Virus, wie auch immer, entwichen ist, was ja eigentlich sich immer mehr auch verdichtet, dass das so war, dann muss man schon sagen, die Zufälle in der Welt sind viele, aber der ist groß. Ja, ich würde gerne mal was so zum Kern der Verschwörungstheorien sagen oder zur Historie. Das ist auf dem Schoß den Kater und hier fliegt auch noch eine sehr aufdringliche Fliege rum, aber das ignorieren wir jetzt mal. Ja, seit es Internet gibt, bin ich dabei und seit man da publizieren kann, also die Verschwörungstheorien, die sind ja nicht erst seit dem Internet Mode geworden, wie man gerade so zu meinen scheint, sondern die gab es eben vorher auch schon. Und im Kern haben die alle das ausgesagt mit unterschiedlichen Zutaten, auch in unterschiedlichen Ausprägungen und dass man unterschiedliche Seilschaften als die Weltenlenker oder Schuldigen betrachtet hat. Da gab es die auch schon.
Da war die Rede von den RFID-Chips, weil man das Bargeld eben abschaffen wollte. Man sah damals schon eben die technischen Möglichkeiten, die eben Geldautomaten und Kreditkartenzahlungen eben mit sich brachte, eine Form der Kontrolle, die es vorher in der Form eben noch nicht gab. Und spinnt man diesen Gedanken weiter, dann kommt man natürlich logischerweise auf diese Ideen, ja, mit diesem Chip in der Hand oder in der Stirn. Und es wurden dann Bezüge zu biblischen Offenbarungen da hineingepackt, dass das möglich ist. Und inzwischen ist die Technik überholt, aber es gab ja tatsächlich erste Feldversuche auch oder eben ja, ganz normale Geschäftsmodelle, dass eben Clubbetreiber in Schweden, die haben da mal Werbung mitgemacht oder es gab einen Tesla-Schlüsselbund, den man sich in Form eines solchen Chips in die Hand implantieren lassen konnte, damit man dann einfach immer so einsteigen braucht, niemals seinen Schlüssel vergisst. Heute geht das alles im Handy, hat man das im Apple-Handy drin, also man braucht uns nichts mehr implantieren, man kann dieses grüne Zertifikat im Handy mit sich tragen, sich dann überall ausweisen und ja, aber letztendlich all das war auch schon in den 80er und 90er Jahren ging das rum, ja, bis hin zur Bargeldabschaffung und auch immer die Komponente, es wird so etwas wie Zwangsimpfungen geben und diese Zwangsimpfungen, die dienen letztendlich der Kontrolle. Auch das können wir ja jetzt tatsächlich beobachten, in welcher Form auch immer, welche Funktion diese Impfpflicht oder dieser Druck, der da ausgeübt wird, zu einer Quasi-Impfpflicht, ob das darum geht, einfach nur mal auszutesten, wie weit kann man die Massen manipulieren, wie weit lassen die das mit sich machen. Und wenn sie dem Ganzen zustimmen, dann kann man eben die Klimakarte zücken und sie dann eben auch bereitwillig dazu bringen, diese Maßnahmen anzunehmen und im gleichen Zug eben noch Nachbarn, Freunde, Bekannte zu denunzieren, wenn die sich nicht konform verhalten. Darauf bauen ja letztendlich alle Diktaturen auf, die eine solche rigide Ideologie verbreiten, um damit die Bevölkerung in Schach zu halten. Also letztendlich ist es alles mehr oder weniger eingetroffen. Und ein Punkt, was ich auch nur aus meiner eigenen aus meinen eigenen theoretischen Überlegungen, als der Bitcoin Mode geworden ist oder als erstmals Thema wurde, habe ich mich damit beschäftigt und dachte mir so, naja, diese Konkurrenz für die Zentralbanken, das kann den Zentralbanken natürlich nicht recht sein. Gerade in libertären Kreisen wurde ja diese Blockchain-Technologie hochgejubelt. Yo, wir können jetzt endlich Geld transferieren ohne Beteiligung Dritter, von Peer-to-Peer, ohne Banken, wir brauchen keine Banken mehr. Das war natürlich klar, dass es die auf den Plan rufen würde und dass man im nächsten logischen Schritt auf jeden Fall dazu kommen würde, wenn sich diese Technologie durchsetzt, und das hat sie ja mittlerweile, dass man dann eben eine zentral kontrollierte Konkurrenz versucht zu etablieren und mit welchen Methoden man eben die Bürger dann dazu kriegen würde oder wird, um dann eben diese neue Digitalwährung zu akzeptieren. Und genau das, was ich mir gedacht habe, was würde ich denn machen oder was würde man denn machen und so weiter, setzt jetzt Frau Lagarde mit ihrer Taskforce an der EZB um, machen ja auch andere Institutionen oder Staaten, um dann eben die digitale Währung mit besonderen Anreizen den Bürgern nahezubringen und im nächsten Schritt wahrscheinlich eben auch per Zwang zu verordnen und die alten Währungen abzuschaffen. In Italien ist gerade ein Experiment auch zu Ende gegangen. Ja, von wegen Bargeldabschaffung gibt es nicht. Das wird ja auch noch immer behauptet. Da gab es nämlich Cash, Italy Cash Free, glaube ich, hieß die. Cashless Italy hieß die Aktion. Nach 50 Transaktionen im Monat, das wurde eben den Teilnehmern nahegelegt, dann bekommst du für jeden Kauf mit deiner Kreditkarte, die du extra dafür ausgehändigt bekommen hast, 10% des Verkaufspreises gutgeschrieben. Das haben viele Italiener angenommen und dann möglichst viele kleine Einkäufe getätigt, damit sie die 50 Transaktionen zusammenbekommen haben. Und das war der Grund, warum Mario Draghi dieses Programm jetzt hat stoppen lassen. Das ist einfach schlichtweg zu teuer geworden. Es ging ihm aber niemals darum, wir schaffen das Bargeldprogramm, so wie es heute in der Presse dargestellt wird, abzuschaffen, sondern es ging nur um dieses Werbeprogramm. Italien ist sehr weit vorne und
da wird man, denke ich, als erstes beobachten können, dass das Bargeld dort faktisch verschwinden wird. Auch diese Verschwörungstheorie hat sich inzwischen bewahrheitet. Wir brauchen jetzt eigentlich mal eine neue. Mir sind sie langsam ausgegangen. Ja, Stichwort Verschwörungstheorie. Ich will das auch nochmal aufgreifen und nochmal auf Corona zurückkommen. Da ist es eben leider, wie du sagst, auch Wolfgang, wir brauchen neue. Das, was Menschen wie ich und aber Gott, ich bin ja einer von ganz vielen, schon vor einem Jahr im Grunde dargestellt habe, was ich eben jetzt auch in diesem Vortrag nochmal zum Teil ausgeführt habe. Das ist ja leider alles dann auch so gekommen. Und auch die, die gesagt haben, die Zahlen stimmen nicht, die gesagt haben, die Krankenhausbelegung stimmt nicht. Man weiß heute aus offiziellen Daten der Bundesregierung und des Bundesgesundheitsministeriums, dass selbst auf dem Höhepunkt die Auslastung der Intensivbetten mit Corona-Patienten in Deutschland 2% betragen. Das ist also ganz aktuell jetzt durch eine parlamentarische Anfrage rausgekommen. Und die Bundesregierung darauf angesprochen, hat geantwortet über ihren Sprecher, Seibert war es wohl. Sie hätte ja auch nie behauptet, jetzt kommt es nicht an. Sie hätte ja nie behauptet, dass die Kapazitätsgrenzen in den Krankenhäusern bundesweit ausgeschöpft gewesen. Das hat sie natürlich so differenziert damals nicht artikuliert, sondern es wurde immer gesagt, die Krankenhäuser laufen über und jeder normale Mensch hat das genau so verstanden, wie es gesagt worden ist. Tatsächlich waren es einzelne Krankenhäuser in einzelnen Regionen aufgrund ganz besonderer Umstände vor Ort, die mit Corona nichts zu tun hatten. Aber es gab zu keiner Zeit eine entsprechende Krankenhausauslastung. Wer das vor einem Jahr gesagt hat, der war ein Verschwörungstheoretiker. Wer gesagt hat, der PCR-Test ist Schrott, war ein Verschwörungstheoretiker. Wer gesagt hat, die Letalitätsraten werden falsch berechnet, weil ihr die Zahlen viel höher macht, als sie sind. Ich habe vorhin aus Großbritannien ein Beispiel genannt, aber es war in Deutschland ja auch so. Man hat ja auch Prämien ausgelobt, die dafür sorgten, dass die Zahlen größer wurden. Man hat einerseits Prämien ausgelobt, dass die Krankenhäuser ein Interesse daran hatten, ihren Intensivbettenbestand zu reduzieren, weil nämlich, wenn die Intensivbettenauslastung 75% überstiegen hat, hat man staatliche Sonderprämien bekommen als Krankenhaus. Wenn sie darunter lag, nicht. Was mache ich als Krankenhausbetreiber, der auf die Kosten gucken muss? Ich reduziere die Zahl der Intensivbetten. Damit schaffe ich eine Not, die gar nicht da wäre. Man hat Prämien ausgelobt für Bestatter, wenn sie auf dem Totenschein einen Covid-Patienten vermerkt haben. Auch das ist übrigens Praxis bis heute, hat dazu geführt, dass im Zweifel lieber mal Covid-19 eingetragen worden ist und. Also man hat an allen Ecken und Enden, und das haben Leute vor einem Jahr schon mit mehr oder weniger alles gesagt, hat man die Zahlen groß gemacht. Und diese Verschwörungstheorien sind ja nun alle da oder haben sich erfüllt, haben sich bewahrheitet. Und eine andere Verschwörungstheorie, auf die möchte ich gerade noch mal kommen, da hatte ich auch einen Link geschickt, Wolfgang, und zwar geht es da um eine amerikanische Nichtregierungsorganisation, die nennt sich Echo Health Alliance. Und da haben viele Leute gesagt, als das Ganze losging, boah, selbst Mediziner haben gesagt, so ein Virus habe ich ja noch nie gesehen. Und da haben viele gesagt, Leute, das ist in einem Labor gezüchtet worden und waren schon gedanklich im Bereich von Biowaffen. Und nun kam also ein Dokument zutage. Das ist übrigens im Moment in der britischen Presse am Zirkulieren. Da war ein Artikel von der Times, Wolfgang, in dem das nochmal thematisiert worden ist. Ja, da. Ich habe in den letzten 48 Stunden, es mag mir durchgerutscht sein, kein einziges deutsches Medium gefunden, was berichtet hat, obwohl das eine bahnbrechende Geschichte ist. Und zwar, die Überschrift der Times ist noch relativ unverdächtig. Da heißt es nämlich einfach nur, dass die amerikanische Regierung bzw. deren nachgeordnete Behörden sich geweigert haben, dieses Projekt mit 14 Millionen US-Dollar zu finanzieren. Unstreitig ist aber, dass 2018, und das steht auch im Artikel, das kommt aus diesen geleakten Dokumenten, die eine Gruppe von Wissenschaftlern zutage gefördert und veröffentlicht hat, die sich also mit dem Ursprung des Coronavirus beschäftigen, also keine rechten Verschwörungstheoretiker oder irgendwelche Querdenker oder sonstigen Aluhutträger, sondern honorige Menschen, die aus wissenschaftlichem Interesse sagen, wir wollen wissen, mit was haben wir es da zu tun und wo kommt es her. Die haben also das Dokument veröffentlicht, das ist auch von der US-Regierung als echt eingeschätzt worden, dass und da sind wir bei Wuhan, in dem Virologischen Institut von Wuhan Versuche gemacht worden sind. Es ist auch schon bekannt, dass die USA zum Teil Versuche in diesem Labor mitfinanziert haben.
wie gesagt, als dann diese Eco Health Alliance, angeführt von einem britischen Zoologen, und deswegen ist es im Moment auch groß in der britischen Presse, 2018 diese Mittel zur Finanzierung eines Experimentes anfordert, da hat man Nein gesagt. Vermutlich auch, weil man Sorge hatte vor den Konsequenzen. Und jetzt will ich mal sagen, worum es bei dem Projekt ging. Das Projekt bestand darin, dass die Wissenschaftler Coronaviren in Fledermaushöhlen so anbringen wollten, indem sie die Tiere damit mit kontaminierter Flüssigkeit bestreichen. Sie wollten also, dass diese Fledermäuse das über die Haut aufnehmen. Nämlich genau deswegen, damit es erstmal nicht in der Luft zirkuliert, sondern von den Fledermäusen erst einmal absorbiert wird. Man hatte aber, zumindest war das das Vorhaben, diese Viren vorher so verändert, dass sie im Falle, dass die Fledermäuse es wiederum auf Menschen übertragen, und man weiß ja durchaus, dass die Übertragungskette in diese Richtung bei Coronaviren auch funktioniert, dass diese Fledermäuse dieses Virus an Menschen geben und es leichter als das Originalvirus in menschliche Zellen eindringen können. Das heißt, das Experiment bestand daraus, schaffe ein Virus, was, wenn die Fledermaus es an den Menschen überträgt, leicht in menschliche Zellen eindringt. Und das genau ist ja der Kern von SARS-CoV-2. Man hat plötzlich ein Coronavirus, was leicht übertragbar ist und leicht, anders als frühere Corona oder andere entsprechende Viren, in Gewebe und Zellen des Menschen eindringt. Das heißt, es liegt der Verdacht nahe, dass, obwohl die Finanzierung dieses Projekts 2018 abgesagt worden ist von der US-Regierung, man es irgendwie geschafft hat, dieses Experiment doch stattfinden zu lassen. Und ganz offensichtlich sehen wir heute die Konsequenzen. Also diese Verschwörungstheorie fällt also auch inzwischen aus. Das ist offenbar keine. Und insofern muss man sich fragen, warum die deutschen Leitmedien das jetzt die letzten 48 Stunden ignorieren. Vielleicht sind sie alle noch dabei, die englische Übersetzung zu versuchen. Ich weiß es nicht. Aber Tatsache ist, das ist normalerweise ein so großer Skandal, dass es Tagesthema sein müsste. Wie sieht es in der britischen Presse aus, Peter? Hast du da was noch mitbekommen? Ich habe jetzt da auch nicht so danach gesucht oder geguckt. Also mir selber ist es jetzt noch nicht aufgefallen. Ich muss auch sagen, beim Thema Corona bin ich auch ein bisschen so wie, würde man sagen, gefühlt der Rest der Briten. Das Thema liegt eigentlich hinter uns. Jetzt wurden ja nochmal diese diese Reisehinweise am 4. Oktober aufgehoben, dass kein PCR-Test mehr notwendig ist, wenn man zurückkommt. Also wie gesagt, das Thema Corona ist aus meiner Wahrnehmung irgendwie jetzt durch. Die Leute können es auch nicht mehr hören, ja, weil die einfach sagen, jetzt haben wir lang genug damit rumgetackert, jetzt machen wir was anderes. Wir haben hier im Augenblick eher das Thema mit diesen mit den grünen Fanatikern und mit den Ultras, die hier ständig die Autobahn blockieren. Ja, das ist das Thema und das Gasthema, wie du eben auch gesagt hast. Aber auch bei dem Gasthema haben wir ja folgende Situation. Also unser Gas- und Elektrolieferant ist ja auch abgekackt und pleite gegangen. Haben wir dann irgendwie so eine E-Mail oder was bekommen, da hieß es, ja, die sind raus. Wir haben jetzt ein Großart übernommen. Aber auch da wieder der große Unterschied vom UK und von Deutschland. Also das Problem ist, also zweierlei. Zum einen haben sich eine Reihe von kleineren Providern rausgebildet, so wie unsere auch. Die haben halt nur vor 2 Jahren einen Fehler gemacht, einen Gaspreis für 2 Jahre fest zu garantieren. Und wenn ich eben einen Vertrag schließe mit dem Endverbraucher, wo dann steht, Gas kostet 100, muss aber dann selber 250 darüber bezahlen, dann ist es irgendwie endlich. Ja, ist klar. Dann knallt's. Ja. Und im UK ist es halt nicht so wie in Deutschland oder in der EU, dass solche Firmen halt dann vom Staat übernommen werden, die kacken halt ab. Die werden von den Großen geschluckt. Und da ist jetzt ein bisschen, sagen wir mal, Unruhe im Markt. Und jetzt kommt es eben auch schon hoch. Die Leute fragen nach, woran liegt das denn? Oder was ist die Geschichte? Und dann heißt es, die Gaspreise sollen steigen. Und die, wie soll man sagen, die Tories oder die einschlägigen Hinterbänkler sind schon mit Fackeln und Mistgabeln, wie man das in Frankenstein-Filmen kennt, in Richtung Downing Street unterwegs, und die sagen halt ganz offen, also wenn ihr meint, für irgendwelche grünen Spinnereien, dass die normalen Verbraucher jetzt höhere Preise zahlen sollen, da habt ihr euch geschnitten. Also die gehen da schon in Stellung. Also was ich ja immer wieder sage in Großbritannien, man kriegt immer dann sofort eine Reaktion,
wenn es darum geht, Geld zu verdienen oder wenn es darum geht, dass man Geld zahlen soll. Also fürs Erste sind die Briten sehr empfänglich und fürs Zweite haben die einen Igel in der Tasche. Und da hat man immer sofort einen Zeigerausschlag. Also egal, wie gut eine Regierung jetzt zum Beispiel gewisse Dinge löst, aber wenn man mit Steuererhöhungen kommt oder wenn man mit solchen Sachen kommt, wo es an das Geld der Leute geht, ist Schluss mit lustig. Das ist ja in Deutschland ganz anders. Herr Scholz hat ja gesagt, das Erste, was ich mache, sind Steuern erhöhen. Und 66% angeblich glauben, dass die SPD die Wahl gewinnt. Das sagt ja wirklich alles zum Verständnis von Politik und Ökonomie bei der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland aus. Ja. Das ist natürlich auch ein ganz anderes Staatsverständnis. In Großbritannien wollen die Bürger vom Staat in Ruhe gelassen werden. Und hier rufen die Bürger nach dem Staat in Deutschland und wollen den großen Kümmerer. Und dann sagen sie sich, naja, wenn ich eine Nanny habe, die sich rund um die Uhr um mich kümmert, dann kostet das halt was. Ich will noch mal ganz kurz zurückkommen zu unserem Corona-Thema für einen Moment. Es ist ja tatsächlich so, dass wir vorhin mal von diesem Great Reset gesprochen haben. Und der ein oder andere vielleicht da doch noch so sagt, naja, und was ist denn jetzt damit und so? Und da möchte ich dieses von mir eben nochmal dargestellte Problem, das übrigens heute in allen großen britischen Tageszeitungen drin ist, Times, Independent, Telegraph, alle haben es, nur um deine Frage von eben nochmal zu beantworten, Wolfgang, es wird also durchaus dort sehr beachtet, eben weil der Urheber, der da mit drin steckt, eben ein Brite ist, ein britischer Zoologe, auch kein Unbekannter. Ich möchte mal so sagen, das ist ja immer leicht, dass einem da Verschwörungstheorien vorgeworfen werden. Da haben wir ja lang genug drüber gesprochen. Hier scheint mir es so zu sein, dass ein Versuch, man kann ihn jetzt geglückt oder nicht geglückt nennen, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Offenbar ist er zumindest insofern nicht geglückt, als die Letalität, die man vielleicht mit diesem Biowaffenversuch mit einprogrammieren wollte, nicht da ist. Denn das Coronavirus hat glücklicherweise keine entsprechende Letalität. Man weiß auch, und das ist auch von der britischen Presse in den ganzen Artikeln dargestellt worden, wer da Zugriff hat, dass es mit dem MERS-Erreger etwas völlig anderes gewesen wäre. Wir können also froh sein, dass am SARS-Erreger und nicht am MERS-Erreger geforscht worden ist. Denn der MERS-Erreger, oder vielleicht war auch die jetzige Versuchsreihe nur der Vorläufer, der hätte eine um ein Vielfaches höhere Mortalität oder Letalität, je nachdem. Und da hätten wir eine echte, wirkliche Pandemie. Und da hätten wir wirklich, da hätte auch ich dann irgendwann Angst, wenn so etwas um sich greifen würde. Dann würden wir Zahlen sehen, wie sie uns vermutlich jetzt suggeriert werden. Und als das dann klar war, und das, ich wiederhole mich, war den politisch Handelnden spätestens zur Jahreswende 1920 klar. Ich bin überzeugt davon, dass die politisch Verantwortlichen zur Jahreswechsel oder Anfang 2020 wussten, was da passiert war. Also ich rede vom Ursprung. Insofern kann ich den anfänglichen Aktionismus und eine gewisse Panik auch verstehen. Ich kann auch verstehen, dass eine Bundesregierung Gutachten in Auftrag gegeben hat, bei denen sie den Gutachtern ins Stammbuch geschrieben hat, stellt das so drastisch wie möglich dar, geht immer vom Worst-Case-Szenario aus und erzeugt etwas, was den Menschen Panik macht. Das ist kein schönes Vorgehen. Ich kann es vor dem Hintergrund, dass man eine außer Kontrolle geratene Biowaffe vor sich zu haben glaubte, die große Letalität hat, kann ich es verstehen. Es ist trotzdem nicht zu entschuldigen. Man hätte auch mit offenen Karten spielen können, aber vermutlich hat man gesagt, das ist eine Abwägungsentscheidung, wie groß ist die Verunsicherung auf der einen oder auf der anderen Seite. In dem Moment, wo dann aber, und da komme ich zur Kritik, in dem Moment, wo dann aber relativ schnell klar geworden ist, dass wir es hier nicht mit einem weltweiten Killer zu tun haben und dass bestimmte Maßnahmen für vulnerable Gruppen ausreichend gewesen wären. Da hätte man, das hätte nach 3, nach 6, spätestens nach 9 Monaten hätte das der Fall sein können, sagen müssen, okay, liebe Leute, die Sache war zum Glück glimpflicher, als wir das gedacht haben, alles wieder relaxen. Da hatte man aber schon diese unsäglichen Impfstoffverträge auf den Weg gebracht und schon Billionen in die gesamte Geschichte hinein investiert. Und da vermute ich, und da sind wir jetzt in dem Punkt, wo ein anderer sagen würde, Verschwörungstheorie, dass man dann einerseits sein Gesicht nicht verlieren wollte aus Sicht der Politik, weil man eben diese Verträge schon eingegangen war und schon die Welt darauf vorbereitet hat, hier ist was ganz Schlimmes passiert.
und auf der anderen Seite natürlich auch ein Stück unter Druck geraten war seitens der Institute, die die Impfstoffe dann herstellen, dass die natürlich dann auch die Früchte ihrer Entwicklungsarbeit ernten, sprich testen wollten. Und in dieser Gemengelage, da muss man sagen, hat sich die Politik dann angreifbar gemacht, dass sie im Grunde ein Jahr, nachdem klar war, hier ist gar nichts wirklich Schlimmes passiert, bis zum heutigen Tag in Deutschland die Menschen in dieser Form verängstigt, gängelt, wegsperrt. Denn es gibt inzwischen aus keiner Sicht mehr, und die Daten sind inzwischen wirklich erschöpfend erhoben, eine Grundlage dafür. Aber Armin, ich möchte mal eine Sache ergänzen. Also bei der Bundesregierung, glaube ich, kann man jetzt in Bezug auf die Pandemie, die waren ja, wie das in diesem Buch beschrieben war, die Getriebenen. Wir erinnern uns. Das war ja bis März, Anfang April letzten Jahres, war ja das eingängige oder unisono das Narrativ in Öffentlich-Rechtlichen. Corona ist total ungefährlich. Es ist nicht schlimmer als eine Grippe. Und das ist eine These, eine Verschwörungstheorie von rechten Aluhutträgern, um eine Begründung zu haben, die Grenze zu schließen. Dann haben die Briten ja am 23. März den totalen Lockdown eingeführt und das war ein echter Lockdown. Ich würde noch mal sagen, mehrere Minister haben ihren Job verloren, weil sie von ihrer privaten Wohnung in London ins Ferienhaus nach Schottland oder sonst wo hingefahren sind. Also das wurde anders gehandhabt. Dann hat man ja bei der Bundesregierung erstmal gar nichts gemacht. Es gab einen Pillepalle-Lockdown. Der Söder hat einen auf Mini-Diktator gemacht und den ist auf den Tisch gesprungen. Aber grundsätzlich betrachtet war es relativ moderat. Die Bundesregierung hat nichts getan, gar nichts. Man hat auch den ganzen Sommer über keine entsprechenden Vorbereitungen getroffen. Es gab keinen Gipfel, es gab gar nichts. Und dann hat man erkannt, was für ein Potenzial Corona hat gegenüber der Bevölkerung. Ich kann die Leute verängstigen, ich kann sie schuhregeln, ich kann mir unbegrenzte Macht zubilligen. Ich bin ja immer wieder geneigt, auf das Beispiel Orban zurückzukommen. Orban hatte waren es 4 oder 6 Wochen oder 2 Monate, diese Sonderrechte sich ausbedungen am Höhepunkt der Krise oder als man nicht wusste, in welche Richtung das geht, man hat es dann wieder zurückgegeben. In Deutschland wird immer noch von epidemischem Ausmaß geschwafelt. Dann hieß es keine Masken, ja Masken, dann hat der Spahn seinen Mann den Maskendeal eingefädelt, da mussten alle mit Masken rumlaufen, oben, unten, hinten, überall. Und ich glaube, dass in Sachen Corona die Bundesregierung eins bewiesen hat, sie ist immer hinter dem Trend hergelaufen und als sie das Potenzial erkannt hat, die Leute zu schuhregeln, dann hat sie es verwandt, um ihre Ziele durchzusetzen. Aber in Sachen Corona war die Bundesregierung ein 150-prozentiger Totalausfall. Und ich weiß auch noch, Anfang letzten Jahres hatten sich ja ein bisschen abfällig über Italiener hergemacht. Naja, Italiener, die Katzelmacher, die können es nicht. Was will man denn da erwarten? Ja, so ganz selbstgefällig und ganz generös. Und bei uns kann das ja nicht passieren. Ja, und die Franzosen, da hat man auch nichts gesagt. Die Briten sowieso, die muss es umso härter treffen wegen dem Brexit. Aber in Sachen Corona-Management hat die Bundesregierung in Bezug auf die eigentliche Virusinfektion nur einen Totalausfall abgeliefert und hat dann den Selbstzweck für die eigenen Ziele missbraucht. So sehe ich das auch. Gut zusammengefasst und vor allen Dingen für die eigenen Ziele, Stichwort den Klimawahn voranzutreiben. Genau. Und die Verbindung dahin die Grundlagen dafür zu legen, auch gesetzlich dafür zu legen, dass sich künftig Dinge leichter durchsetzen lassen, auch ohne Parlament, dass man Umverteilungen vornimmt, dass man neue Finanzströme strickt und so weiter und so fort, dass man sogar innerhalb der EU, weil die Deutschen da natürlich immer federführend sind, das auf den Weg bringt. Und der Wolfgang blendet was ein, das möchte ich jetzt auch noch mal, das ist so ein richtiges Highlight vorführen. Wir haben vom Weltwirtschaftsforum gesprochen. Das Weltwirtschaftsforum beteiligt sich an der Ausgabe einer Kreditkarte. Zusammen mit der Firma Mastercard, kennt jeder Mensch, will keine Werbung machen. Und dieses Ding heißt Doconomy. Und der Clou dieser Karte ist, ja, der Wolfgang blendet da mal ein paar Sachen ein, da werden also schöne Werbesprüchlein vermittelt. Das ist also alles vom Weltwirtschaftsforum gestrickt. Es steht auch, wer das nicht glaubt, auf der Seite drauf. Wenn du noch ein bisschen scrollst, sieht man es, glaube ich, sogar irgendwo, dass das Weltwirtschaftsforum eben federführend hinter dieser Kreditkarte steht. Jetzt kommt es irgendwo da unten, wo haben wir es denn? Naja, also es wird jemand finden auf der Seite. Was hat diese Kreditkarte für einen Clou? Diese Kreditkarte
ist mit einer Funktion ausgestattet, die bei der Ausgabe prüft, ob das, was ich da tue, fürs Klima schädlich ist oder nicht. Wenn ich also zum Beispiel tanke, dann ist das natürlich so fürs Klima nicht so toll. Kaufe ich irgendwo Biokost bei irgendeinem Bioladen, dann wird man sagen, oh klasse, Fußabdruck ist gering, gut fürs Klima. Krombacher, gut für den Regenwald. Ja, im Zweifel, auch wenn sich Firmen mit solchen, Marketing-Gags freigekauft haben. Und was passiert hier? Wenn ein gewisses Kartenlimit erreicht ist an CO2-schädlichen Ausgaben, dann kriege ich mit der Kreditkarte kein Geld mehr. So, und da sind wir genau dort, wo Verschwörungstheoretiker uns haben hinlaufen sehen und noch viel schneller, als man das vermuten konnte. Wir haben hier ein Social Credit System in Form einer Kreditkarte. Richtig. Wenn und wir sehen hier auch noch einen Konzern, Tails oder Thales. Ich würde es mal Thales aussprechen. Kann man mal gucken, was das für einen historischen Bezug hat. Ein Rüstungskonzern. Und der ist auch unter anderem daran entwickelt, solche Zertifikate, ne, wie wir sie kennen, ja, vom grünen Zertifikat, diese Technologie mitzuentwickeln und die ID 2020, deren Gründer oder Wegbereiter Mr. Bill Gates, ich werde 7 Milliarden Menschen impfen lassen, ist. Also ja. Der steckt da auch noch drin. Also alles, was Rang und Namen hat, ist daran beteiligt. Und ja, das ist ein Umerziehungsprogramm, eine so eine Karte, du hast die in der Tasche. Das kennt man aus den E-Autos oder Hybridautos, Honda und Toyota, die haben das auch, wenn du in den Economy-Modus schaltest und dann immer schön aufs Armaturenbett guckst, aber ich glaube, das war beim Honda Jazz oder irgendwie so, da kam auch so Blümchen dann auf dem auf dem Tachometer, dass du besonders umweltbewusst fährst, dass das natürlich vielleicht die Aufmerksamkeit vom Verkehr wegzieht, haben die nicht bedacht, aber mit solchen albernen Tricks und versucht man die Leute dann zu erziehen und das Dumme ist, es funktioniert auch noch. Ja, und deswegen habe ich das auch nochmal als Beispiel mit reingenommen. Es ist tatsächlich so, viele sitzen vor den Bildschirmen, auch vor der Tagesschau oder hören anderen Publikationen zu, lesen was in der Zeitung, sagen, ach Gott, das betrifft mich doch nicht. Hier bei mir irgendwo, was weiß ich, in Mittelhessen auf dem Land, was habe ich mit dem ganzen Kram zu tun? Aber durch diese ganzen Dinge, die sozusagen um uns rum passieren, verändert sich natürlich das Leben aller Menschen. Und wenn sich also solche Dinge durchsetzen, dass ich Geld, nur noch Geld, was mir gehört, oder einen Kredit, den ich theoretisch zur Verfügung habe, nur noch abrufen kann, wenn ich mich im Rahmen gewisser staatlicher oder gewünschter Vorgaben bewege, das macht mir große Angst. Und da fängt es an. Und diese Spielereien, die müssen wir ernst nehmen. Ja, das sind so Testläufer. Weiß man etwas über die Akzeptanz dieser Kreditkarte? Nein, die ist ja gerade erst veröffentlicht. Ach so, das ist jetzt quasi brandneu. Die kommt jetzt auf den Markt. Genau, brandneu. Der Artikel, den ich zuerst eingeblendet habe, und das ist das Interessante dabei, 2019. Ne, da wurde das erste Mal darüber geschrieben, dass man das plant und dass das gerade jetzt, nachdem Corona sich so ausläuft und wir auf den Great Reset und diese Green Reset, ne, wie es Ursula von der Leyen sagt, ja, den Green Deal, passt ja wie die Faust aufs Auge und ist ein weiteres Puzzlestückchen, dass man da sagen kann, okay, ja, da ist was dran. Aber da bleibt ja nur zu hoffen, dass möglichst viele grünen Wähler und grünen Unterstützer diese Karte haben, weil das sind ja diejenigen, die die meisten Flugmeilen abgerissen haben. Vielleicht dann, die Flugmeilennutzung ein bisschen runter. Ja, das wäre vielleicht dann irgendwo doch heilsam oder auch wenn sie ihre SUVs voll tanken müssen. Aber das ist natürlich alles andere als lustig und es zeigt, in welche Richtung es geht. Und im Grunde erleben wir das Gleiche jetzt ja auch schon mit den Apps, die darüber entscheiden, ob ich Zugang kriege zu irgendeiner Veranstaltung oder zu einem Restaurant. Wenn ich mich gewissen Verordnungen unterwerfe, die jetzt über Regelungen hinausgehen, wie wir sie eigentlich aus der Vergangenheit kennen, dann habe ich eben eine Teilhabe am öffentlichen Leben. Und wenn ich das nicht tue, nicht. Insofern diese ganzen technischen Dinge, die mit der Handy-Generation jetzt ja möglich sind, die sorgen ja schon dafür, dass wir ein schleichendes Social Credit System erhalten. Es ist ja auch eine Akzeptanz. Wer zum Beispiel jetzt, wann war das vor
letzte Woche war es ja, das Apple-Event, der Vorstellung der neuen iPhones gesehen hat. Auch da wurde massiv Werbung damit gemacht, dass zum Beispiel die sogenannte Fitness-App jetzt endlich auch in Deutschland gibt. Die Apple Watch, ne, mit dieser App Health, ne, wo du deine Herzfunktion und alles mit überwachen kannst. Dann gibt es eine App, die heißt Schlaf. Da kannst du deinen Schlafrhythmus, dann erinnert dich dein iPhone oder dein Apple Watch daran, dass du jetzt schlafen musst, oder du kannst nachgucken, hast du genug geschlafen, wann solltest du wieder schlafen gehen, was solltest du heute noch essen, du bist heute nicht genug Fahrrad gefahren, du solltest nochmal 2 Kilometer Fahrrad fahren, vielleicht nochmal 20 Kniebeugen machen oder irgendeinen Aerobic-Quatsch, ich weiß nicht, wie man das heute nennt, Zumba oder ja, Aerobic war es so 80er Jahre. Auch da finde ich ja dann so eine Gewöhnung statt, dass uns irgendwelche Gadgets vorschreiben, was wir zu machen haben mit dieser Erinnerungsfunktion. Hey, hallo, du musst noch irgendwie 120 Kalorien abbauen. Und ja, der nächste logische Schritt ist, du willst zur Toilette gehen und denkst, ich dusche jetzt noch mal. Und dann sagt die Handy-App von dieser Kreditkarte, tut mir leid, so viel Wasser, dein Wasserkontingent ist aufgebraucht für diese Woche. Ja, also das wäre der nächste logische Schritt. Und ja, noch klingt es ein bisschen wie Satire, aber es ist nicht mehr weit hergeholt. Mhm. Ein Schmankerl habe ich noch, wenn man jetzt beim Thema Klima und Nachhaltigkeit ist. Es gibt eine aktuelle Umfrage in Deutschland und man darf davon ausgehen, Leute, die solche Umfragen machen möchten, ein gewisses Narrativ setzen. Insofern ist das Ergebnis umso bemerkenswerter. Von den 18- bis 25-Jährigen, die hier repräsentativ befragt worden sind, ist weniger als ein Fünftel der Meinung, dass sie selber dafür sorgen müssen, dass nachhaltig gelebt wird, dass Produkte nachhaltig sind. Die Verantwortung schieben sie zu gleichen Teilen den Unternehmen und der Politik zu, aber sie selber sehen sich nicht in der Verpflichtung, danach zu handeln. Das sagt auch sehr viel über diese Generation und das zeigt eben auch die Doppelzüngigkeit, die sich ja bei den Friday-Hüpfern und allen anderen auch immer wieder dokumentiert. Wenn die ihre Demoplätze verlassen, dann muss die Müllabfuhr erstmal groß Beine machen, weil die ganzen Pappschachteln von den McDonald's-Burgern und der ganze Kram da rumliegt. Aber das ist auch ein Befund, den man hier mal sagen darf, dass im Grunde die Generation, die uns das alles im Moment einbrockt, weil sie leider schon, oder weil sie wählt und leider sich bestimmten Ideologien verschrieben hat, dass die Generation sich überwiegend in der Mehrheit gar nicht dafür zuständig fühlt. Ja gut, ich meine, dieses Bedürfnis, Freiheiten abzugeben oder sagen wir mal, kein selbstbestimmtes Leben mehr zu führen, scheint mir ja ohnehin, das haben wir gerade beim letzten Mal schon erörtert, bei der jüngeren Generation extrem stark ausgeprägt zu sein. Ja? Und das verblüfft mich eben. Also dieses, was weiß ich, erst bis 30 zu Hause wohnen, bei den Eltern keine Verantwortung übernehmen und. Also unser großer Sohn ist jetzt ausgezogen, den haben wir zu seiner Uni-Wohnung gebracht, der war total aufgeregt, der hat sich richtig gefreut, jetzt ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ja, also war ja eh schon sehr selbstständig dadurch, dass er im Internat war, aber für den war das ein ganz wichtiger und aufregender Schritt und der ist sogar noch ein Jahr älter gewesen als seine anderen Mitstudenten. Also er ist jetzt 18 geworden oder wird jetzt 19 und die anderen waren 17. Er hat ja ein Jahr, wie wir rübergewechselt sind, nochmal wiederholt, einfach damit wir den Übergang besser hinkriegen. Und ich glaube, dass eigentlich die jungen Leute gerade hier im UK wesentlich selbstständiger sind, nicht eben, bis sie zu Ende studiert haben, mit 28 bei ihren Eltern zu Hause rumhängen wollen. Ja. Nee, also das war ja auch unser Ideal, irgendwie so früh wie möglich raus, damals in der Jugend und so. Und ich habe das nie verstehen können, dass man da nicht sieht, dass man Land gewinnt, weil egal in was für einer Bruchbude man wohnt, wenn es denn die eigene oder die selbstbezahlte ist, wo man selber machen kann, was man will, das ist doch mehr wert als alles andere. Ja, aber mehr muss man da auch gar nicht so sagen. Das Schlimme finde ich eben bei der Generation, die das eben jetzt so sieht, aber das ist ja auch logisch, dass es so ist. Die leben halt, die zehren von dem Wohlstand, den andere aufgebaut haben und sehen gar nicht, was sie damit auch anrichten. Aber nun, das ist dazu. Und ich hoffe, dass dieses Lernprogramm, dass sie das noch zeitlebens durchlaufen, absolvieren und ihre Lehren da auch entsprechend rausziehen. Bleibt zu hoffen. Und ich glaube, der wirtschaftliche Niedergang in Deutschland wird diesen Prozess beschleunigen. Ja, das denke ich auch. Und was mir noch so am Rande einfällt, es gibt noch weitere Verschwörungstheorien,
die auch immer wieder belächelt worden sind. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Stichwort Chemtrails, Geoengineering. Da könnte man auch mal einen kleineren Block zu machen, was denn da tatsächlich schon von umgesetzt wird und was eben auch genau von dieser Generation oder von diesen Initiativen teilweise an Experimenten gemacht wird und durchgeführt wird, worüber man vor ein paar Jahren noch gelacht hat. Das hat gigantische Ausmaße angenommen und ist längst Mainstream geworden, ohne dass darüber berichtet wird. Und dann hatten wir noch einen Kommentar, gab Nachfragen, ob wir nicht mal so einen kleinen Blog dazu machen könnten, ja, wie es denn woanders ist, was ja grundsätzlich Thema ist, ja, die Sicht aus Großbritannien, ob man denn auch auswandern könne und welche Schwierigkeiten das mit sich bringen würde. Vielleicht können wir das ja auch nochmal in einer späteren Sendung zum Thema machen. Jo, wunderbar. Gut. Ja, soweit für heute mit unserer Herrenrunde Spezial zum Great Reset. Ich hoffe, wir haben erstens gut unterhalten können, wenn man in diesem Sinne von Unterhaltung sprechen kann, gut informieren können, und vielen Dank fürs Dabeisein. Nächste Woche sind wir wieder dabei, sofern wir bei YouTube nicht in Ungnade fallen, immer noch auf verschiedenen Podcast-Kanälen verfügbar, selbst bei iTunes, Spotify, Anchor, in jeder Podcasting-App kann man das jetzt, die Herrenrunde jetzt per Suchbegriff suchen, abonnieren, und dann kann man zuhören. Vielen Dank, lieber Peter. Lieber Ramin. Tschüss, bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.